Und weiter geht's mit einer neuen Folge direkt aus dem wunderschönen Himmelsrand. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wir machen weiter. Und zwar mit der Quest Verlorenes Erbe. Da haben wir beim letzten Mal den Tarzan getroffen. Der kam ja gleich angerannt, nachdem wir hier angekommen waren. Und wir gucken mal, ob wir ihm helfen können. Ich bin mir nur noch nicht sicher, von wo wir laufen. Tierstein. Ja, mal gucken. Wir reisen da mal rüber. Und, schauen mal. Ich bin gespannt. Auch diese Quest kenne ich nicht. Könnte durchaus interessant werden. Ah ja, guck mal. Und da hinten müssen wir hin. Tollkirsche. So, dann nehmen wir hier den kleinen Ort hier mit. Huch. Was haben wir denn hier? Methalle von Tirsk entdeckt. Ah ja. Ich glaube, der Met war schlecht. Eieiei. Okay, die tun uns nichts. Das ist ja lustig. Wir gehen mal rein. Ich möchte gerne wissen, was hier so los ist. Guten Tag. Movafato. Movafato. Ihr stark, ihr helft Stamm. Warum habt ihr Tirsk überfallen? Heißes Feuer, kalter, duselig Trunk. Glücklicher Stamm. Ja, okay. Wo habt ihr gelebt, bevor ihr hierher gekommen seid? Stamm leben überall. Ah. Ganze Welt im großen Wasser. Okay. Wer seid ihr? Ihr stark. Helft Stamm. Was ist hier los? Wir Familie. Wir stark. Ihr stärker. Okay. Wollt ihr etwa meine Hilfe? Kielschlamm, rennt, Preistier, rennt. Stamm hereingelegt, verscheucht. Kielschlamm, Angst. Ihr bringt, er folgt euch. Ja. Kielschlamm ist also eine Art Tier und ihr wollt ihn zurück. Kielschlamm, Preistier, ihr findet, er folgt. Ah ja. Kielschlamm, liebt Fleisch, gebt Fleisch, er folgt. Ihr geht. Ja, okay. Brauchst du aber mich gleich nicht hier so aggressiv anzuspringen. Okay. Das machen wir jetzt natürlich aber nicht. Wir wollen erstmal eins abarbeiten. Aber gut zu wissen, haben wir eine neue Quest bekommen. So, pass auf. Häuptling der Metaheiler heißt die Quest. Lustig. So, erstmal hier lang. Lalalalala. So, ich glaube, wir sind schon da, oder? Jo. Varloks Grab. Na dann. Gehen wir doch mal rein. Vielleicht ist, wie hieß er noch? Tarzan auch schon da? Sprich mit Tarzan. Ja, guck mal, das passt doch. Lalalalalala. Guten Tag. Bemerkenswert, nicht wahr? Bemerkenswert, nicht wahr? Dieses Grabmal war seit, wer weiß wie lange, versteckt. Seit vielen Jahrhunderten, denke ich. Aha. Vor uns liegen einige verschluckt. Ich habe mich umgesehen. Und das einzig Interessante ist diese Inschrift. Wunderschön. Sowie ein sich darunter befindlicher Schalter. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die Drachensprache lesen könnt, aber das hier scheint eine Art Rätsel zu sein. Ein Opfer wird euch dem, was ihr sucht, einen Schritt näher bringen. Was mir das wohl bedeuten mag. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch warum. Passt auf, wo ihr hintretet.
Hier scheinen einige Leichname auf dem Boden zu liegen. Okay, da möchte ich nicht reinfallen. Ich frage mich, ob die Feuergrube wohl etwas mit dem Rätsel zu tun hat. Versucht einfach weiter etwas herauszufinden. Ich sehe mich nach nützlichen Hinweisen. Ja. Okay, wir brauchen wahrscheinlich wieder sowas wie eine Klaue. Naja gut. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich weiß nämlich nicht, was wir jetzt aktuell gerade suchen. Okay. Na, warte mal. Hier kommen wir auch nicht rein, ne? Okay, das ist... Das ist überaus aufregend, findet ihr nicht? Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht bin ich auch wieder blind und sehe das wieder nicht. Das kann natürlich auch sein. Ach, guck mal, hier kann man runter. Aha. Ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Wahrscheinlich nicht. Zumindest sehe ich hier überhaupt nichts hier unten in der Suppe. Ziemlich dunkel. Na gut, schwimmen wir nochmal zurück. So. Wer weiß, welche Gefahren uns an diesem Ort erwarten. Wisst ihr, wie dieses Rätsel gelöst werden könnte? Vielleicht muss etwas in das Feuer gelegt werden. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber die weiter geht das Abenteuer. Die Frage ist, was? Was soll ich da denn reinlegen? Mal auf, ich schmeiß hier mal ein Schild hin. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Objekte, Bekleidung. Eisenschild. Fallen lassen. So. Jetzt gehe ich hoch. Nee. War nicht richtig. Merkwürdig. Was könnte ich da reinschmeißen? Okay, das ist echt komisch. Ähm.
Geh nochmal zurück. Vielleicht habe ich was übersehen. Hat man ja manchmal. Hm. Komisch, komisch, komisch. Guck mal. Mit X gedrückt halten kann man die bewegen. Wusste ich auch noch nicht. So. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ach so? Okay, okay. Wir können links und wir können rechts. Wir gehen erstmal rechts. Da war, glaube ich, nur eine... wie sagt man? Ein Schatz, glaube ich. Warte, warte, warte. Ja, guck mal hier. Mächtiger Seelenstein. Cool. Aber guck mal, hier geht's noch weiter. Und eine Truhe. Mal sehen, ob wir die aufbekommen. Nein! Verdammt. Ah. Okay, jetzt. Perfekt. Großer Seelenstein, Gold, Zaubertrank der Heilung. Perfekt. Da ist auch noch Gold. So, und jetzt sind wir auch schon wieder voll. Ja, okay. Ich gehe davon aus, dass es hier ein weiteres Rätsel gibt. Ja, schön. Geht weiter dem Pfad entlang und schreitet nicht dort, wo ihr schon wart. Interessant. Also, bei zwei Dingen bin ich mir ziemlich sicher. Erstens, das Rätsel hat vermutlich mit den flachen, quadratischen Steinen zu tun. Ja. Und zweitens, ich werde mich ihnen auf keinen Fall nähern. Hoffen wir einfach, dass bei der letzten etwas Gutes passiert. Ah! Aua. Und? Yeah! Richtig, das die Tore haben sich geöffnet. Das war jetzt Glück. Oh. Oh, oh, oh. Go! Ah! Stirb! Yes. Dankeschön.
Oh, Amethystklaue. Ja, das Ding brauche ich wohl. Okay. Sehen wir uns diese Runen mal genauer an. Noch mehr da. So. Die Runen sind ein wenig verblasst, aber ich sollte die Inschrift übersetzen können. Diese Inschrift. Na siehste, geht doch. Okay, das lassen wir erstmal dran. Von einem Wächter, der Menschen und Drachen gleichermaßen kreiert hat. Jaha. Ich frage mich, ob der Wächter selbst Mensch oder Drache war. Anscheinend hat sich ein geheimer Eingang an der Wand geöffnet. Geht ihr voran? Was? Ein geheimer Eingang an der Wand? Wo? Oh, ich sehe hier nichts, ne? Das ist hier echt ein bisschen dunkel. Was für ein geheimer Eingang meint er denn? Ich sehe hier nichts. Guck mal her. Dieser Ort war ein bemerkenswerter Fund. Ja, okay. Ah, hier, guck mal. Aha, aha, aha. Na, wo kommen wir denn jetzt hin? Okay. Auch gut. Abkürzung quasi. Ich verstehe. Durch diese Kammern zu schreiten, ist wie durch die Vergangenheit zu schreiten. Ja. Okay, hier. Ja, von hier sind wir gerade gekommen, ne? Das heißt, wir müssen da drüben weitermachen. Zack. Okidoki. Huch. Links rum. Mhm. Das ist eindeutig dieselbe Bauweise wie bei den Grabmälern der Draugr in Himmelsrand. Ja. Das sieht auch fast genauso aus. Hat er wohl recht. Kannst gleich liegen bleiben. Bams. Jawohl, ja. Das war's schon. Na gut, gehen wir weiter. Woher seid ihr gekommen? Euch kämpft es sich gut. Bumm. So, was haben wir hier denn wieder? Drei Säulen. Außer dieser Inschrift scheint hier nichts Besonderes zu finden zu sein. Mal sehen, was die Inschrift besagt. Ja. Alle Menschen müssen sterben, oft durch ihre eigenen Mittel und Wege. Hört sich ziemlich finster an, wenn ihr mich fragt. Die Inschrift bezieht sich sicher auf diese Säulen. Drei Säulen um eine Säule in der Mitte gruppiert. Vielleicht sind sie irgendwie verbunden. Oben befinden sich noch leuchtende Steine. Sie ähneln Zeichnungen von Objekten, die sich Drucksteine nennen. Mal sehen, was ihr herausfindet. Ich werde diese Säulen weiter untersuchen. Vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
Guck mal, die... Ah, so geht das also. Ja, okay, okay, okay. Hier brauchen wir... Mist, jetzt habe ich natürlich nicht... Das war das Schwert. Was war das? Hier ist ein Bogen. Okay. Warte mal, dann... Warte, warte, warte. Einen Bogen habe ich. Wo ist er, wo ist er? Auriels Bogen, da. So, pass mal auf. Okay. So, und jetzt? Da waren... Was ist das? Flammen, okay. Dann gehen wir mal kurz... gehen wir mal kurz in die Magie rein. Zerstörung und dann Flammen. Na also, mal sehen, welche Geheimnisse uns im nächsten Raum... Ah, siehst du, guck mal, hat funktioniert. Ist ja geil. So, dann, muss ich nur mal eben meine Heilung wieder reinmachen. Schnell. Starke Heilung. So. Zack. Und einmal sicher, sicher. Eine Schnellspeicherung. Nicht, dass wir hier jetzt gleich auf den letzten Meter noch auf die Nuss kriegen. Ja, guck mal, da kommen... Aua. Das tat weh. Okay, meine Magika ist runter. Feuer- und Blitzresistenz rein, sicher, sicher. Magika? Habe ich Magika? Da. Stirb! Yes. Aber wieso brennt das hier? Habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Hört das nochmal auf? Mal sehen, was hier geschieht. Die Inschrift beschreibt einen Wächter, der einen gewissen Mira-Hager besiegt hat. Wenn ich das richtig verstehe, steht hier sogar, dass Mira-Hager ein Verräter war. Ach. Höchst interessant. Okay. Wahrscheinlich gelangt man durch einen dieser Sarkophage hinaus. Wir sollten weitergehen. Mhm. Was war das? Dieses Grabmal ist eine enorm... Chitinstiefel. Ist ja lustig. Ich auch noch nie gesehen. Richtige Entdeckung. Damit gehen wir in die Geschichte ein. Da, Amethystklaue, linke Hälfte. Abgeschlossen. Finde die Hauptgrabkammer. Okay. Hier wieder raus. La 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 la. Oh, was war das? Ah, okay, Fackel. Ah, hab ich schon gewundert, was ich da wohl anklicken kann. Und da sind wir. Okay, okay, okay. Cool. So, und jetzt müssen wir uns die Klaue wohl angucken, wa? Oder geht das ohne? Ah, dahin gehört das also. Nun denn, sehen wir mal, was es als nächstes gibt. Na, okay.
Hat funktioniert. Hier ist noch ein Rätsel. Lasst euer Ziel nicht aus den Augen. Nichts zu tun bedeutet den Tod. Okay. Wenigstens eine klare Ansage. Ihr scheint eine Art Schalter zu sein. Ja. Ich stehe einfach hier drüben, während ihr bei den Morgen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh Gott. Ah. Okay. Also die Quest ist mal mega cool. Bewegt sich da unten etwas? Danke. Okay, da möchte ich nicht runterfallen. Gold. Smaragd. Granatstein. Urne. Zaubertrank der Heilung kann ich nicht liegen lassen. Erscheinen, sobald ihr mit ihnen fertig seid. Ich möchte nicht herausfinden, was da unten im Wasser wartet. Eieiei. Geht voll ab. Okay, kann man auch nicht rein. Okay, weiter geht's. Es wird ja immer schneller. Jo. Lustig. Okay, geht nicht, weil wir ja, wenn ich jetzt wüsste, ist die das? Das ist eine Vierer, ne? Hä? Warte mal kurz. Nee, das ist... Das ist die. Okay. Na gut, na gut, na gut. Warte, warte, warte. Mal eben gucken hier. Da ist ja gar nichts drauf. Woher soll ich das denn jetzt hier raten? Zoomen. Also erkennen tue ich da nichts. Rechte Hälfte. Erkennt ihr da was? Nee, oder? Okay, warte mal. Wir fragen mal den Dingens hier, wenn er denn mal da ist. Die Halle der Geschichten. Ja, haha. Ha, ha. Diese Hallen finden sich in vielen alten Nordgrabmalen. Auf diesen Mauern steht die Geschichte von Hunderten von Jahren. Zu dumm, dass sie beschädigt und unleserlich sind. Ja. Anscheinend benötigt man eine Art Schlüssel. Vielleicht passen hier diese halben Klauen, die ihr gefunden habt, wenn man sie zusammenbaut. Scheinbar kann man diese Ringe bewegen. Ja. Vielleicht gibt es ja genug unbeschädigte Teile dieser Inschrift, um die Kombination herauszufinden. Ah ja, hier ist etwas. Nummer 1 scheint mit einer Brise zu tun zu haben. Oder vielleicht auch mit Wind. Nummer 2 erwähnt den Nachthimmel und den Mond.
Und Nummer 3 hat etwas mit Feuer zu tun. Außerdem scheint von Schuppen die Rede zu sein. Ah ja. Mehr finde ich anhand dieser Inschrift nicht heraus. Okay. Ich werde mir die übrigen Inschriften ansehen. Probiert ihr weiter die Kombinationen aus. Ja. Wind. Naja, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Nacht und Feuer. Okay, mal sehen. Nee. Vielleicht andersrum? Warte mal. Wind. Nein, verdammt. Verklickt. Wind. Nacht. Feuer. So. Och Mann, Serana, drück mich doch hier nicht immer beiseite. Ah! Ich habe keinen Augenblick an euch bezweifelt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Okay, und wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren, denn unsere Zeit ist leider schon wieder um. Aber Freunde, keine Panik, wir sind bald wieder da und dann geht's hier genau an diesem Punkt weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.